Hallo und herzlich willkommen zu Teil 37 von Dead Island Riptide. Also, in der letzten Folge haben wir ja unser Camp verloren aufgrund von Marcus. Via, der so ein bisschen durchgedreht ist und meinte, der müsse uns essen. Wir müssen uns opfern, damit die Plage vorbei ist. Was ja nun Quatsch ist. Und ja, wir haben Gott sei Dank die Horde überlebt, die das Camp niedergeschwemmt hat. Jetzt sind wir hier in Halai. Und ich werde jetzt mal kurz mit allen reden, ein bisschen gucken. Ich glaube, hier Tabletten kann ich einem noch abgeben. Ein bisschen gucken, was hier für Missionen lauern noch. Dr. Jane, kann ich die Pilze abgeben? Ja, schauen wir einfach mal. Bring me more. That's the fun guy. Just a moment while I prepare the medical kit. Okay, Quest aktualisiert. Nimm die Belohnung von Dr. Jane. There you are. This will help you keep your health up. Super, was haben wir bekommen? Großes Medikit, sehr gut. Mit der kann man auch handeln. Okay, die verkauft Medikits, alles klar. Ja, gut. Zu denen haben wir Schmerztabletten besorgt. Ja. Cool. Schon wieder aufgestiegen, sehr gut. Hallo, was haben wir mit der erfahren? Mehr über Dr. Kessler. I know you're worried about Dr. Kessler, but he's not like Marcus. Dr. Kessler spent years assisting the World Health Organization and did groundbreaking research on how viruses mutate when they come into contact with external factors. And sure, he might be a tad eccentric, but who isn't these days? Yeah. And what if you're wrong? By the sounds of it, he's been out there by himself for a long time. Trust me, he's a good man. He wouldn't harm a fly. Are you ready to go? Okay, Weg der Wissenschaft. Der Kunde ist Forschungslabor und sucht nach Dr. Kessler. Let's do this. Good. You keep us out there, right? Okay, die haben jetzt angenommen die Quest. Eure Gene trotzdem schwere Waffen. Was haben wir denn da? Boah, teuer. Noch nicht mal besonders gut. Nee. Was haben wir hier? Selbstmörderfleisch. Oh ja, hab ich. Super, Quest aktualisiert. Minen machen Bumm. Rede mit Zoe. Ah, great. Now just give me a moment to assemble this. Okay. Also muss ich da später nochmal wiederkommen, ja? Dann kann ich jetzt. Here you go. Give it a try. Was denn? Sprengminen. Yes. Ganz schön viele. Halleluja. Super. Klingenwaffen, das ist doch mein Metier, Klingenwaffen. Die möchte ich, die ist aber teuer. Aber guck mal, wie schön die ist. Oh. Die kann aber einiges. Ja, die anderen sind auch fett, aber ich mag ja auch Macheten. Ja, ich kaufe die jetzt. So. Haha. Happy. So, die nehmen wir mit für die Sichel. Direkt mal ausrüsten. Oh, schön. Eine neue Waffe. Ich habe eben mir noch eine neue Machete, die ich unterwegs mal gefunden hatte, ein bisschen hochgepusht. Einen neuen Elektroschaden. Die andere, ja, das kannst du behalten. Die andere verkauft, die alte. Aber die ist natürlich noch um einiges geiler. So Logan. What happens if Kessler doesn't want to give us the map? We I make guess it. There's only one way to find out. Yes, yes, y'all. Check it out, y'all. Mit wem haben wir noch nicht geredet? Wo jetzt ja alle hier in einem Camp versammelt sind, kann man dem ja auch mal ein bisschen mehr Beachtung schenken. Komm schon. Was ist denn hier oben? Kann man mit euch reden? Nö. Okay, dann gehe ich hier mal hoch. Mal sonst noch mal, was wir für Dialoge führen können. Ich brauche auch mal eine Episode mit ein bisschen weniger Action. Wem redest du, Sam? Mir jetzt, oder was? Okay. Whatever, dude. Hey, do you need anything? No, thank you. Lager? Nee, auch nicht, danke. Okay, haben wir jetzt mit allen gequatscht? Hopefully Kessler isn't a loon like Marcus was. Stay focused out there, you hear? Maggie, für die müssen wir die Mission noch weitermachen. Rose, die haben wir geheilt. Ja, ja. Ach, eigentlich wäre ich dann soweit.
glaube ich. There's no sense in wasting our time around here. The sooner we find Kessler, the sooner we'll get the hell out of here. Ein bisschen komisch, der John, oder? Fähigkeitspunkte. Was kann man denn eigentlich hier unten machen? Kann ich da auch was investieren? Stumpfe Waffen, Klingenwaffen. Nahkampf kostet dich 10% weniger Ausdauer. Du hast herausgefunden, wie 10% mehr Kugeln in dein Magazin passen. Ja, aber ich kann ja eh nicht schießen. Der Kampf mit stumpfen Waffen kostet dich weniger Ausdauer. Habe ich überhaupt stumpfe Waffen? Wenig, ne? Mal hier was investieren. Da kann man gar keine Punkte investieren. Aha! Aha! So, Blutungsdauer mache ich jetzt aber nur... Ne, warte mal. Was ist das hier eigentlich? Ja, finde ich gut. So, Quests. Was haben wir hier? Weg der Wissenschaft. Gehe zum Forschungslabor. Gehe nach Henderson, das ging ja irgendwie noch nicht. Vielleicht geht das jetzt, aber da habe ich jetzt irgendwie keinen Bock drauf. Beende den Wahnsinn. Suche Marcus Via und halte ihn davon ab, jemanden zu verletzen. Das sind hier laufende Quests, da kann ich nichts zu machen. Wo ist denn das? Karte. Wo muss ich denn dafür hin? Gibt es da eine Schnellreise? Ja. Was ist denn das für ein Lager? Ist das das alte Lager? Ja, ich glaube, ja. Das ist das alte Lager. Ja, dann gehe ich mal eben zur Schnellreise und dann reisen wir da mal hin, machen den Max Via platt und dann haben wir wieder was erledigt, ne? So, Schnellreise. Wo ist das? 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 Da. Please, come look for my friends. Ja, ja, please look for my friends. Blablabla. So. Ist das jetzt auch richtig? Ich jetzt nochmal gucken. Nee, ist es nicht. Nee, ist es nicht. Ich muss woanders hin. Vorher nehme ich einen Molotow mit. Vielen Dank. Alkohol. So. Und los. Dann ist der wahrscheinlich Mataka. Ist der Mataka? Mataka, Mataka, Mataka. This village here has been devastated. Ja. Now we're talking. Da bin ich jetzt, ne? Ja. So. Marcus. Du alte Kackbratze. Wo hast du dich versteckt? Ich krieg dich. Wo bist du? Marcus. Komm her, Kitty Kitty. Aha, hier ist eine Schnellreise. Ja, da drin ist ja sowieso jetzt wieder die Hölle los, ne? Das wissen wir ja schon. Nee, noch nicht. Noch nicht. Dealing me will not set you free. But I can try. So, you came after me, I see. Yes, yes, you think I am dangerous. I can't let you hurt anyone else. And now I must die. Can't you see what I was trying to do? No. Hey, was ist los? Ey, was war das denn? Was war das denn? Was war das? Was war das denn? War der das jetzt, oder was? Oder stand da einer hinter mir? Was habe ich denn jetzt für eine Waffe ausgerüstet? Wollte mich veralbern? Lass den nicht gehen. Auch wenn er scheinbar sehr schnell im Töten ist. Das kann ich auch. Theoretisch. Eventuell. Oh, der geht voll über ab. Krass, krass, krass. Wie stark, da waren zwei Sterne. Habt ihr das gesehen? Bei der Aufgabe. Das ist jetzt nicht so, dass man erwarten könnte, dass das total schwer ist. Krass. Was ist denn mit dem los? Jetzt kann ich erstmal Molotow werfen. Maybe there's something useful. Ich nehme einen Schocker vielleicht. Ja, siehst du, da musst du nur einmal richtig treffen. You gave me no choice. So, beende den Wahnsinn, abgeschlossen. Ich meine, das hätten wir doch alle gemacht, oder? Der Typ war total irre. Und ich glaube auch ein Voodoo-Priester. Deswegen kommt er auch bestimmt wieder. Stimmt.
seine Seele schon längst irgendwo anders eingepflanzt. So, Schnellreise. Ich muss jetzt zurück ins Camp nach Halai. Hallo, da bin ich wieder. Ich habe den Typen umgebracht, falls jemand interessiert. Okay. Ich habe da keine Freunde, glaube ich. Die hören mir gar nicht zu. Sicherer Ort. Ja, Henderson machen wir jetzt nicht. Wir machen die Hauptmission. Karte, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Wieso müssen wir denn da hin? Hä? Da bin ich doch schon. So ein Quatsch. Da müssen wir hin. Okay. Dann könnten wir eigentlich von der Schnellreisestation dann darüber, ne? Das macht Sinn. Okay, Schnellreise. Please go look for my friends. Yes. Oh, die mit ihren Freunden. Geh halt selber mal nach denen gucken. Ja, bla. Aus dem Weg. So. Marix Marina ist das, glaube ich. So, während ich genüsslich meine Coke trinke, schnell einen weggetreten. Ja, okay, du auch noch. Bitte schön. So. Ich muss gehen, Leute. Ich habe nicht viel Zeit. Zeigt ihr mir denn so einen komischen Knorpel? Ach so, nee. Guck mal, das brauche ich nicht mehr. So, genau. Ich möchte nämlich jetzt den Weg zur Hauptquest wissen. Gut. Gehen wir hier lang. Sollte man im Wasser vielleicht nicht benutzen, ne? Ach, hier sind wir schon wieder. Ach, wirklich. Zum Wasser bin ich echt langsam. Das ist nicht gut. Und die nicht so langsam wie ich, habe ich das Gefühl. So, ich muss hier noch weiter. Ah, es geht echt schneller. Ich drücke hier den Knopf so volle Kanne durch, aber es geht nicht schneller. Oh, häng. So, ach, da muss ich ja da hoch. Das ging ja gar nicht, ne? Ah, scheiße, Leute, ich habe mich verlaufen. Da konnte ich ja runterspringen, aber da komme ich ja nicht hoch. Das macht ja keinen Sinn. Da komme ich ja nicht rüber. Oh. Ätzend. Seht ihr, hier geht das halt nicht. Ich muss da hinten rüber. Och, das war jetzt eine total dumme Aktion. Schade. Naja. Machst du nix. So. Ja, genau richtig. Ah, super. So, wie weit sind wir denn? Naja, ein bisschen können wir noch. Zack. Super gut. Ey, ich weiß immer nicht, wie man hier auf diesen Lauf-Button macht. Ach, das ist echt ein komischer Stick. So. Hallo. I set you free. I set you on fire. So, das ist doch mein Auto. Das sehe ich doch direkt. Ah ja. Ach ja, ist ja hier Englisch. The other side. Ach komm, was soll der Geld? Machen wir den vorher noch. Lass mich eh nicht in Ruhe einsteigen. So. Ja, die braucht was länger. Da. Lang nicht mehr Auto gefahren.
So, hier rüber. Supi. Zack, zack, zack. Oh, wer steht denn da im Weg herum? Das ist aber wirklich dumm. Denn da den Baum hingestellt. Unglaublich. Die Natur, was die sich manchmal denkt. Jo, ich bin da. Ich bin da. Wissenschaftler News des Tages. Die Brücke ist kaputt. Kapitel 4. Wir haben ein neues Kapitel. Quest aktualisiert. Betrete das Gelände. Hier stand ich, glaube ich, auch schon mal und habe mich gewundert, dass ich hier nicht reinkam. Aha. Tja, liebe Leute, da würde ich sagen, was sich dahinter verbirgt auf diesem wunderschönen Gelände von Hyperplant, das werden wir im nächsten Part erfahren. Also bleibt dabei. Bis dahin. Tschüss.